Leute und willkommen zurück zu diesem erneuten Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video wird es mal wieder um die Faidoleensis geben. Da hat sich diesmal schon einiges wieder getan. Letztes Mal waren sie ja noch in der Diapause in dem letzten Video, glaube ich. Und jetzt sind sie da natürlich schon längst wieder draußen und haben schon wieder ziemlich viel Brut. Und das könnt ihr auch zum Schluss des Videos sehen. In dem Teil des Videos seht ihr jetzt gerade, also ich habe die Arena übrigens noch neu umdekoriert, aber halt jetzt in diesem Teil des Videos seht ihr gerade so ein kleines Experiment. Da habe ich ganz viele Zuckerwasserlösungen gegeben, also einmal Honigwasser, verdünnt und unverdünnt, halt mit zwei Honigsorten und dann Ingwerzucker, Agavendicksaft verdünnt und unverdünnt und dann noch normales Zuckerwasser und Kandiszucker. Genau, und am liebsten davon mochten sie wirklich die Sachen, die verdünnt waren. Also mit Aquariumwasser habe ich die verdünnt. Ameisen mögen ja sowieso mehr abgestandene Sachen, also abgestandenes Wasser. Das ist mir auf jeden Fall so aufgefallen. Kann ich auf jeden Fall auch bei den Messer bestätigen. Die mögen auch mehr Aquarienwasser. Und ja, genau, hier oben, hier seht ihr jetzt nochmal das Ergebnis. Und hier oben, da links oben, das Durchsichtige ist der Ingwerzucker. Und dann war halt aber noch der Zucker, das normale Zuckerwasser ein bisschen besser. Das seht ihr ganz unten hier unter den Kandiszucker. Und ja, also das war für mich der Sieger und ich denke für die Ameisen auch. Aber im Endeffekt hat ihnen, denke ich, alles gut geschmeckt, weil ein bisschen Abwechslung tut ja auch mal echt gut. Und aber die haben sonst immer noch eine normale Tränke. Also das war jetzt halt nur fürs Experiment Tropfen auf den Napf. Sonst haben die halt noch diese normale Tränke hier. Und da ist dann immer normales Ingwerzucker drin und vielleicht werde ich das jetzt mal manchmal ändern. Honigwasser mochten sie auch ziemlich gerne, da variiere ich vielleicht immer mal ein bisschen. Da muss ich noch schauen. Aber jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil, nämlich dem Nest. Hier ist es. Ja, es sind jetzt momentan schon zwei angeschlossen. Ich wollte eigentlich, dass sie da einfach nur reinziehen, aber ich denke, ich kriege sie nicht aus dem Gipsnest raus. Aber naja. Genau, man sieht jetzt hier ganz gut so ein paar Aufnahmen. Ich habe da mit der Taschenlampe reingeleuchtet, die sind auch jetzt schon ein bisschen am Licht gewöhnt. Ich hatte nämlich auch die Abdeckung abgenommen, weil ich halt eigentlich wollte, dass sie ins untere Nest reinziehen. Und ja, es gab leider einen Vorfall. Ihr seht ja hier in dem Nest ganz viele Königinnen schon, aber nur eine ist begattet und die anderen alle nicht. Und es sind, glaube ich, eine oder zwei Königinnen sind gestorben. Ich weiß halt immer nicht, ob das die begattet ist und ob es die unbegattet ist. Und die haben die Leichen halt immer schon eine ganze Zeit lang, jetzt immer noch schon ein paar Tage in der Arena rumgeschleppt. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt ein schlechtes Zeichen ist, dass die echte Königin ist. Aber Brut ist halt echt extrem viel da. Also ich denke mal, das war einfach nicht die richtige Königin, weil die haben wirklich extrem viel Brut. Hier sieht man jetzt auch nur die Puppen eigentlich, aber an der Decke, da hängen sie noch, die Arbeiterin mit ganz vielen Eiern. Also, so ist es nicht in den normalen Nest, da, also nicht in den normalen Nest, sondern in dem 3D-Nest, in den anderen, da ist auch noch extrem viel Brut drin, da war noch ein Brutberg. Also, das war, ist definitiv nicht alles. Also, da war der Brutberg irgendwie so richtig aufgehäuft. Also, ich würde schätzen, 2 cm Höhe und 2 cm Durchmesser. Und ja, genau, da sind sie schon so ein bisschen im Einziehen. Am Anfang war es ein bisschen zu feucht. Und dann war es halt zu trocken, aber jetzt geht's ziemlich, jetzt wusste ich, wie es ging. Und ja, da habe ich es halt erst angestöpselt und deswegen war da halt noch nicht so viel los. Aber ja, genau, das soll es jetzt mit dem Update gewesen sein und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao, Leute.